Und so wie das da gerade oben hängt, ist das einfach viel zu sketchy. Yo! Ja, zieh dich doch mal hoch jetzt. Ja, komm, wir gehen jetzt rein, oder? Wir schauen jetzt mal, ich glaube, das allererste Mal im Stream bei Roofless TV vorbei. Cooler Kanal, habe ich sehr, sehr viel tatsächlich schon privat geschaut. Na, nicht alles, aber einige Videos. Waren jetzt auch mit den Schlappen irgendwie mehrfach unterwegs. Da habe ich es auch gesehen. Und wir gucken jetzt einfach mal auf komplett random hier rein in mit Enterhaken in Bunker Festung klettern. Let's go. Munition. Wo sind wir unterwegs, Alter? Willkommen zurück, Leute. Wir haben es wieder aus dem sonnigen Brasilien ins wunderschöne Wien geschafft. Und das Ding, das ihr da hinter uns seht, ist ein riesiger Hochbunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Und genau den wollen wir heute erklimmen. Es diente zum Schutz vor Luftangriffen. Ist richtig massiv. Es wurde hier auch versucht, das Ding nach dem Zweiten Weltkrieg in die Luft zu sprengen. Wir haben hier schon mehrmals versucht reinzukommen, okay, aber ohne Erfolg, da alle Eingänge zugemacht wurden. Aber heute bin ich mir sicher, dass das hinhaut. In dem Sinne, let's go. Boah, also jetzt schaut euch das Ding mal an. Das Teil ist einfach nur gigantisch, massiver Stahlbeton. Also darauf zu klettern wird auf jeden Fall eine Challenge. Das Ganze ist ungefähr 10 Meter hoch, also richtig schwer darauf zu kommen. Ich würde sagen, wir gehen mal rundherum und verschaffen uns einen Überblick. Komm, los geht's. Boah. Weiß jemand, weil die haben ja, glaube ich, auch schon viele Videos da in Österreich gemacht, wie das so mit dem Thema Anzeigen läuft. Also ich schwör's euch, ich würde allein schon, wenn ich nur das hochgeladen hätte, hätte ich wahrscheinlich irgendwie 6 Anzeigen bei mir im Briefkasten. Vor allem, wenn die da jetzt hoch oder sogar reingehen und der eigentlich verschlossen ist und das ja aber alles komplett zeigen quasi und du wahrscheinlich in 5 Minuten rauskriegst, wo der sich befindet, das würde aber so bei mir reinhageln. Deren Kanal ist wahrscheinlich zu klein, als dass das jemand shared. Ich glaube nicht. Dieses Video hat fast 500.000 Aufrufe, 165.000, habe ich den noch gar nicht abonniert? Leute. Sorry, Jungs. 165.000 Abonnenten, also es ist schon, ich finde, das ist schon ein größerer Kanal. So, es sind über 100.000 Abonnenten, 500.000 Aufrufe. Krass. Das Ding ist wirklich riesig. Hier kann man gut sehen, dass hier überall so kleine Vordächer sind und ich glaube, über die können wir vielleicht draufklettern. Oh, und hier oben ist auf jeden Fall eine Öffnung. Da mag man ja einfach nur reinkommen. Ja, ja, wenn man da irgendwie hinkommen würde. Und ja, hier hinter dem ganzen Gestrüpp verbirgt sich direkt ein Eingang. Aber ihr seht, das ist alles zugemauert. Schauen wir da gleich mal rein. Oh, da wird's reingehen. Geil. Da wird's tatsächlich reingehen. Und man spürt hier die Bunkerluft, ja, Leute. Man spürt hier direkt die Bunkerluft. Riecht es eigentlich auch. Ja, okay. Boah, das macht einen heiß. Das war halt wirklich. Ja. Los geht's. Los geht's. Hier direkt der nächste Eingang. Ihr seht's, wieder komplett zugemauert. Alter. Wir drehen hier ein Video. Oh. Das ist dokumentiert. Wir machen eine Dokumentation. Eieiei, da gibt's direkt Stress. Wo wir das Ding. Ich wollte gerade sagen, oder nach 5 Minuten wäre Polizei da. Bis jetzt nur filmen. Sie sehen ja wirklich gut das Dach. Wissen Sie, ob das mal gesprengt wurde? Ah, das müssen wir uns natürlich dann nachher noch genau ansehen. Also das wird ja eine Challenge mit den ganzen Leuten hier. Da sind überall Wohnungen herum und die Leute fragen einen direkt, was man hier machen will. Wird eine Challenge, da ungesehen raufzukommen. Ach, wir sind doch nur Explorer. Wir werden hier auf jeden Fall im Undercover-Modus vorgehen müssen. Alles zugemauert. Aha. Das sieht aber wie ein Loch aus. Der liegt nicht rein. Bro, da ist wieder zugemauert. Ja, klar. Ja. Das hat schon mal jemand probiert. Ja, aber auch hier, das Ding ist wirklich absolut gesichert. Also die einzige Möglichkeit, da reinzukommen. Die einzige Möglichkeit, da reinzukommen. Ich würde mal mit der Drohne zu diesem Loch hochfliegen und gucken, wie das von oben aussieht. Reinzukommen ist, glaube ich, wenn wir da raufklettern, ja, irgendwie. Hier haben wir schon direkt den perfekten Baum. Ich würde sagen, wir probieren da gleich mal aufs Vordach rauf und schauen dann, ob wir da irgendwie noch ganz aufkommen. Wir drehen eine Dokumentation, dafür müssen wir mit einem Baum erstmal auf das Gebäude klettern. Yes. Ohne Genehmigung kämpfst du nicht weit, als ob die da eine Genehmigung für haben. Aus, Fedor. Stehen so Stifte raus, als Stifte. Wir mit denen raufklettern. Okay, ich komm gleich nach. Leben nicht. Klettern können sie, ne?
Bro, undercover ist hier aber gar nichts. Nein, es sind überall Häuser rundherum. Ja, oh, wir müssen schnell sein. Aber schaut euch das mal an. Massivster Stahl. Boah, aber da jetzt hochklettern? Mit, Alter, im Leben nicht. Weil wenn du hier abrutschst. Beton. Und hier stehen überall diese Stifte raus. Das ist ja wirklich fast wie eine Kletterwand. Oh, und was ist das? Solche Schlitze. Schießschaden. Komplett zugemacht. Ich würde sagen, ich versuche mal direkt hier ein bisschen hochzuklettern. Aber wir wissen, ob das funktioniert oder nicht. Komm, gleich hoch da. Boah. Weil diese Moniereisen, die können auch so easy leicht abbrechen, wenn die so gegammelt sind. Das fliegt sich komplett. Ja. Alter Lachs. Da? Digga, was? Boah, jetzt fehlen dir echt nur noch 2 Meter. Das Stück ist halt wirklich schwierig. Boah, ich stehe jetzt hier in der Fassade. Und halt mich dann so eine Stahlstange fest. Aber hier sind jetzt überall nur noch diese dünnen Nägel. Da kann man sich nicht festhalten. Das ist zu gefährlich. Das hält, glaube ich, mein Gewicht nicht aus. Aber ich bin fast oben, also viel wird nicht mehr fehlen. Irgendwie kommen wir da heute rauf. Aber der Weg ist es noch nicht. Ich würde dann mit der Teleskopleiter kommen. Alter, das kann nicht sein. Das war so knapp. Ich glaube, wir müssen direkt nach einem anderen Weg suchen. Ja. Oh. Ah. Alter. Ihr weckt mal das nicht. Nein, die sind von Klamotten her sind die eher unauffällig, weil sie ein bisschen normal urban gekleidet sind. Nächste Dach hier abchecken, vielleicht geht's ja da irgendwie rauf. Gleiches Prozedere wie gerade eben. Schön den Baum hoch. Alter. Oh, okay. Da drüben ist auf jeden Fall eine massive Stange. Das könnte vielleicht klappen. Da kommt man vielleicht drauf. Man muss hier mal auf jeden Fall irgendwie auf die andere Seite kommen. Das Blöde ist, dass man hier nicht mal die Kante sieht. Irgendwie muss ich da jetzt rüber gehen. Oh, okay, ich bin drüben. Jetzt muss ich nur den anderen hier irgendwie rüberkriegen. Oh. Oh. Das ist eklig. Boah, war das sketchy. Komm rauf. Yes. Ja, ein bisschen noch. Yes. Boah, das komm, ist scary. Einfach wegstoßen. Wow! Oh. Yes! Wow, das war aber geil! Und jetzt schau dir das mal an, Bro. Also da, wie willst du denn da hochkommen? Du hast hier eine Stange, ja, okay, hier, aber... Da könnte es raufgehen. Da könnte man jetzt die Geheimwaffe einsetzen. Ja, ja. Wir haben natürlich einen Ass im Ärmel. Und zwar einen guten alten Enterhaken. Schaut euch das Ding an. Also das Teil könnte man jetzt vielleicht eventuell hier raus. Und dann hängst du dich da dran und dann löst sich das und dann fliegt dieser Haken in deine Fresse, in dein Gesicht, Alter. Aufwerfen und wenn wir Glück haben, verhakt sich's bei dieser fetten Stahlstange und dann geht's da aber wirklich hoch. Jetzt aber mal direkt die Wurfskills unter Beweis stellen. Alter, was geht? Im Leben würde ich das nicht machen. Schön aufpassen, dass das nicht zu uns zurückfliegt. Boah, das sieht sketchy aus. Alter. Boah, was? Das war gut. Boah, es war fast first try. Das könnte echt hinhauen. Das funktioniert. Boah. Die sind gut. Digga, ich schwöre euch, ich würde das bei mir machen, hier irgendwo in Deutschland. 5 Minuten. Wäre Polizei da. Gut. Die stehen da mitten, umringt in einem Wohngebiet mit einem Enterhaken und schmeißen da Zeug hoch. Komm, anker das Ding. Boah. Bei der Technik habe ich aber Angst. Bro, jetzt mach dich locker. Aha. Aha. Au. Es ist schwieriger als gedacht. Ja, ja. Das ist wirklich ein Geduldsspiel, aber gleich wird er hängen bleiben. Da bin ich mir sicher. Der wird gleich hängen bleiben, Bro. Der ist es jetzt. Ja, der ist oben. Der ist komplett oben. Okay, jetzt leicht anziehen hier. Mit Klavierspielerhänden das Ding anpacken. Das hängt irgendwo. Oh, oh, oh. Okay. Das hängt doch nicht. Ah, das hängt schon wieder. Oh, ah. Das ist auf jeden Fall nicht wie in den ganzen James Bond Filmen, wo das Ding einfach direkt irgendwo hängen bleibt. Jetzt kurz mal eine Stunde warten und herumversuchen, bis das Ding da irgendwo hängen bleibt. Jetzt aber hoch damit. Ach komm. Oh, Alter, nein. Der war direkt auf die Kante, Leute. Oh, oh! Nein! Oh.
Das war aber knapp. Ich weiß nicht, wie beim wievielten Versuch wir schon sind. Wir haben jetzt schon wirklich über 1,5 Stunden herumgeworfen. Das Ding muss sich wirklich an der perfekten Stelle perfekt verhaken, dass das funktioniert. Wir probieren das jetzt echt schon ewig. Wir werden jetzt einen Timer für 1/2 Stunde stellen und wenn es dann nicht funktioniert, dann müssen wir uns einen anderen Weg überlegen. Die Zeit läuft. Oh, rein in die Würfe. Und Vollgas. Ah. Und? Ja, keine Chance. Er hat es ja jetzt schon mehrfach quasi geschafft. Aber hält halt. Die Zeit ist um, es hat noch immer nicht geklappt. Zusätzlich hängt das Seil hier oben fest, wir kriegen es nicht mehr runter. Und so wie das da gerade oben hängt, ist das einfach viel zu sketchy. Yo! Ja, zieh dich doch mal hoch jetzt. Dadurch, dass da oben einfach eine flache Ebene ist und kein... Aber wie haben die das gerade aufgenommen? Die haben noch keinen 6 Meter Selfie-Stick. Überhang verhakt sich das Teil einfach. Ohne war das gerade auch nicht. Das Safety-Team hat diesen Weg nicht genehmigt. In dem Sinne, Leute, wir werden jetzt direkt hier weiterschauen. Irgendwie muss es da drauf. Der Haken und das Seil bleibt einfach hängen jetzt. Kann ja nicht wahr sein. Wir müssen da unbedingt drauf. Hier ist auf jeden Fall ein riesiger Baum, der hier ganz aufragt. Der kann von da dann rüberspringen, oder was? Und den Abstand, den könnte man vielleicht rüberspringen. Das könnte möglich sein, ist echt verdammt sketchy, aber... Wenn die mich verarschen? Wer weiß. Das Schwierige ist dann halt echt hier rüber zu kommen. Ja, wie kommst du wieder runter? Wieder zurück. Aber es bleibt nichts anderes übrig. Los runter geht's. Und direkt probieren. Oh, das sieht wild aus. Das ist das gute Stück. Aber wenn man über die Mitte kommt, dann soll es eigentlich gehen. Aber also man Baum muss hier wirklich ja den Baum Scheiße von der Seite umklammern und sich so im Koala-Modus hocharbeiten. Ich werde das jetzt direkt mal probieren. Der Fredo hält derweil hier unten die Stellung und ich gebe dir einfach ein Update, ob das funktioniert oder nicht. Komm hoch mit dir jetzt. Los geht's. Ich hoffe, er hat unten auch eine Kamera. Fredo. Das ist Hardcore. Man bleibt hier überall hängen. Ah, guck mal, die haben hier diese 360-Grad-Kamera mit so einem Selfie-Stick. Das ist richtig anstrengend. Und ich habe gerade mal ein Viertel. Kurz Rest und dann weiter. Das ist doch aber auch eine Pappel, oder? Also so richtig, richtig beschissenes Material. Da bricht ja auch mal ganz schnell hier so ein Ast weg. Ja, geil, komm. Das ist ja völlig krank. Jo, er hält sich an diesem kleinen Mini-Ast fest. Okay, kurz Rest wieder. Das ist Hardcore. Der Climb ist auf jeden Fall schwerer als gedacht. Die Finger sind komplett kalt. Und es liebe Kinder, macht das nicht nach. Gibt hier wenig Griffe. Ich wundere mich echt, dass da noch keine Polizei rumgekommen ist, so lange wie die da schon rumwurschteln. Als ob der da jetzt... Oh, Junge, das ist ja völlig krank. Das ist er. Das ist der Bunker. Leute, ich bin oben. Junge, völlig... Hänge hier gerade in der Baumkrone. Völlig durch, ey. Der Climb ist komplett scary. Ich bin richtig außer Atem. Aber schaut sich das an. Das ist das Dach vom Bunker. Und da drüben geht's rein. Aber ich muss irgendwie rüberkommen. Aber wie? Digga, du sprichst doch jetzt nicht von dem ich Baum. Ich bin so nah. Ah, der Baum wackelt. Vielleicht kann ich mich da rüberwackeln. Was für rüberwackeln? Nee. Oh mein Gott. Oh yes, mein Gott. Komm. Oh mein Gott. Ja. Was? Ich bin oben. Ist ja völlig krank. Leute, ich bin oben. Das ist ja völlig durch. Ich muss mich hier kurz verstecken, dass mich keiner sehen kann, weil es sind hier rundherum Häuser. Alter, was war das gerade für ein Move? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das gut filmen konnte. Ich war gerade wirklich zwischen dem Baum und dem Abgrund, habe ich dann mit dem Liegestütz hier weg auf die andere Seite gestoßen. Aber schaut euch das an. Das ist der Bunker, da geht's rein. Ja, da geht's rein. Jetzt irgendwie den Fehler raufbekommen. Okay, ich muss mich kurz beruhigen. Bro, da geht's rein. Hast du wieder das geschaut? Fredo, ich habe keine Ahnung, wie ich da wieder runterkomme. Ich sag's dir, wie es ist. Kannst du irgendwie das Seil positionieren, weil den Climb mag ich richtig machen. Okay, okay. Den Enterhaken einfach. Ja.
Okay, ich werde den Enterhaken hier jetzt oben fixieren und der Fedo kommt mit dem Seil rauf. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den Weg hier wieder zurückgehen können. Aber jetzt mal den Enterhaken fixieren. Ich würde mir das auch lieber in Ruhe anschauen, als die Polizei zu rufen. So war das vorhin hier verkeilt. Ihr seht, das hängt nur an dem kleinen Stein hier. Okay. Das ist safe. Wenn ich das sehe, Alter. Einfach so mit dem Ding da so eingehakt ins Moniereisen. Auch kein Kantenschoner, nichts. Ja. Ja. Das ist scary. Yes, Bro. Oh. High five, wir sind oben. Yes. Wir sind wirklich oben. Das hat direkt jemand aus dem Fenster gesehen. Jo, die winken rüber. Daumen nach oben. Boah, wir sind oben. Bitte nicht die Bullen rufen. Polizei, sorry. Ja, wir sind sorry. Wir müssen direkt hier rein, bevor uns jemand sieht. Komm. Das ist sogar eine Treppe. Ja, wir sind drinnen. Kurz entspannen krank. Und dann das Ding los. Exploren. Okay. Das hat funktioniert, wir sind oben. Ey, wenn die dafür keine Anzeige bekommen haben, ich sag's euch ganz ehrlich, dann falle ich vom Glauben ab. Oben. Und jetzt schau dir das mal an, wie das hier... Also ich wünsche denen das nicht, so, nicht falsch verstehen. Aussieht direkt schon die Pfeile, hier irgend so ein komischer Turm lauter stiegen. Gleich geht's los. Ja. Na gut, die Frage ist natürlich, ist es im Stadtbesitz oder ist es im Privatbesitz? Weil... Im Endeffekt zählt es ja wahrscheinlich nur als Hausfriedensbruch, Antragsdelikt. Ja, können Sie auch Glück haben. Entspannen, dann Abfahrt. Wir haben uns jetzt mittlerweile beruhigt, werden uns jetzt kurz das Dach anschauen, bevor die Sonne verschwindet und uns dann die ganzen Stockwerke hier runterarbeiten. Perfektes Timing, oder? Die Sonne geht gerade runter, es ist echt wunderschön. Ey, das ist das. Boah, da geht es richtig in die Tiefe. Ja, Junge. Alter, boah, keine Ahnung, was ist das? Es wirkt doch. Was ist das? Raketenabschussrohr oder ein Fahrstuhl? So, als wäre das Ding nicht fertig gebaut, oder? Es wurde ja in der Endzeit vom Krieg gebaut. Der Plan war es wahrscheinlich noch viel fetter zu bauen. Junge. Aber krass, auch mitten in der Stadt da irgendwie, ne? Hier ist wirklich alles komplett eingestürzt. Ach so, das ist das so könnte die Stelle sein, wo die versucht haben, das Ding in die Luft zu jagen. Hier überall. Boah, hier genau das Gleiche. Die Decke war wahrscheinlich vor allem bis hier. Da hier gerade perfekt die Sonne untergeht, werden wir direkt unser neues Spielzeug austesten. Und zwar den eisernen Albatros hier. Direkt da eine schöne Drohnenaufnahme, oder? Los geht's. Los geht's. Da würde ich gleich die nächste Anzeige für kriegen, wegen Drohne fliegen irgendwo in der Stadt ohne Genehmigung. Plus würde ich noch jetzt in dem Moment wahrscheinlich von jedem Hausbesitzer, der hier drumherum ist, eine Anzeige kriegen, weil ich quasi seinen Besitz mit einer Drohne gefilmt habe und online gestellt habe. Die Drohne ist oben und das Ding fängt zum Piepen an. Hoffentlich stürzt uns das Teil nicht gleich ab. Das ist wirklich der erste Flug mit dem Teil. Ich hoffe, die Aufnahmen waren trotzdem nicht so schlecht, aber jetzt mal wichtig, dass das Ding hier wieder heil runterkommt. Boah, Bro, das landet genau auf uns. Komm. Ja. Komm runter. Ja, hier oben ist sogar das Drohne steigen lassen, Sketchy. Das Dach haben wir abgehackt. Für uns geht es jetzt auf geraden Wege hier runter, schön die Stockwerke erkunden. Schau dir das an. Hier sind überall so Löcher im Boden. Und hier sieht man wirklich perfekt die Decke, die hier komplett eingestürzt ist von der Explosion. Aber die hängt einfach trotzdem noch an diesen Stahlstreben hier fest. Es ist wirklich unvorstellbar, wie stabil diese Bauten sind. Das ist geil, was? Boah, schau dir das an! Das ist ein Nest, oder? Das sieht echt wahnsinnig aus. Alter. Sieht man, wie viele Stockwerke das Ding hat? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stockwerke, glaube ich. Ja. So, das würde jetzt direkt die nächste Anzeige geben für mich. Sachbeschädigung. Der hat sich gut angehört. Schön den Boah, würde das bei mir reinhageln, ey. Boah, Geländer. Steinalt. Meine Reaction auf das Video besteht eigentlich auch nur darin, dass ich die ganze Zeit über Anzeigen rede. Hier überall solche Teile, die aus der Wand stehen. Keine Ahnung, was das ist. Und hier diese Scharten von vorhin. Die kann man gut sehen, wie dick die Außenmauer ist. Da drüben sieht man genau, wie dick sie ist. Ah ja. Das hat wirklich eine Wandstärke. Ah krass, das ist doch dieses Loch.
was man am Anfang gesehen hat. Da hätte man auch reingeguckt. 2,5 Meter Bank, wie massiv die das gebaut haben. Und an der Stelle muss man gleich erwähnen, dass das wieder von Zwangsarbeitern errichtet worden ist. Das ist wirklich geisteskrank. Kann man sich gar nicht vorstellen, wie die so eine Wand damals eingezogen haben. Geht's jetzt wirklich raus? Geile Aufnahme, Alter. Was ist das hier? Boah, das ist eine Toilette. Da ist die Decke schon eingestürzt. Das wurde hier abgemauert, damit man wahrscheinlich nicht reinstolpert. Wir müssen echt vorsichtig sein. Ja. Und hier geht's jetzt in den Zylinder rein. Ja, was ist das für ein Zylinder? Alter Scholli. Also hier oben sind noch so Streben eingezogen. Vielleicht war das wirklich einfach die Belüftung, oder? Es kann sein, weil es sind überall kleine Fenster, wo es reingeht. Also ja, wirklich keine Ahnung, was das ist. Belüftung? Und weiter runter. Boah, was ist das? Da steht was Altes. Was Altes? Boah, Gasschleuse. Was ist das echt für ein Buchstabe? Und hä, was ist das für ein Buchstabe? Hier drüben Rauchverbot. Das ist steinalt. Stehen wirklich noch alte Schriften. Erste Hilfe. Wie kann das noch so gut erhalten sein? Ja, kommt da keine Witterung hin. Kein Licht. Der muss doch leuchten. Ja, der leuchtet nicht. Normalerweise ist in diesem Bunker immer phosphoreszierende Wandfarbe und die leuchtet auch immer. Der war's jetzt. Ah, ja. Fedo, schau dir den an, der leuchtet. Ich dachte mir schon, wir finden hier keine. Ich leuchte den hier wirklich von ein paar Metern an und der leuchtet noch wie eine Eins. Da ist direkt noch ein Ding. Jetzt aber anstrahlen, das Ding. Wow, der ist ja wirklich in Einzelzustand. Alter, so einen starken habe ich noch nie gesehen. Hier das Loch von vorhin und hier direkt eine Markierung, weil ihr seht, da geht schon wieder einfach runter. Da einmal drauf springen und das bricht ein. Oh, das sieht jetzt anders aus. Die sind jetzt ja, also wirklich auf jeden Fall nicht fertig, oder? Ne? Vielleicht war das dann für die Zivilbevölkerung. Oh, Richtung Kriegsende gebaut. Alter. Ah ja. Das sind die zugemauerten Eingänge, die wir ganz am Anfang gesehen haben. Hier geht's wieder raus in die Frischluft. Die Frage ist, warum haben die diese kleinen Löcher drin gelassen? Wegen Belüftung, glaube ich, oder? Dass das da drin nicht zu sehr schimmelt? Dass da so ein leichter Luftzug möglich ist? Das wäre zu schön gewesen, wenn die drauf ginge. Ich muss euch ehrlich sagen, der Weg hier raus, der macht mir noch Sorgen. Ich habe richtig Angst davor. Ach, das machen wir dann schon irgendwie. Vorsicht, Absturzgefahr. Das hört man ja gerne. Ah, ein schöner Fungi wieder mal. Sieht aus wie so ein Mini-Igel. Ja. Oh, Obdachlosenlager. Nee, das ist ein Katzenhäuschen. Nee, Katzenhäuschen. Schau dir das an. Hier. Und da drüben der Eingang. Bro, was ziehst du damit? Du hast da den Monsterspinnvater an dir. Also irgendwo muss die Monsterspinne hier doch hängen. Wo? Bist du tippen? Oh, nein! Oh, ich habe echt geklappt, dass da ein Ding dran ist. Boah, was ist das? Da beginnen jetzt plötzlich die Pyramiden von Gizeh, oder wie? Hey, was ist das denn? Hieroglyphen. Oh, die müssen steinalt sein. Da war wahrscheinlich mal eine Kunstausstellung oder sowas. Aber mehr ist hier auch nicht. Und das ist jetzt das Ende vom Zylinder. Da stand wahrscheinlich mal eine Maschine drin, oder? Ja, Fahrstuhl oder Belüftung, ne? Bro, ich glaube, wir haben ja wirklich schon alles gesehen. Hier gibt es kein Stockwerk mehr, oder? Das gibt's ja nicht. Keine Relikte. Ja, komplett leergefegt. Alles rausgeräumt. Ja. Echt jetzt hier den Tod? Nee, die haben es gar nicht erst eingeräumt. Und das Klein reingemacht und dann liegt hier nichts mehr rum. Das kann ja nicht wahr sein. Hier muss es natürlich auch wieder rausgehen. Boah, vor dem Weg habe ich Angst. Ja. Keine Ahnung, wie wir das machen wollen. Nichtsdestotrotz, das Gebäude ist wirklich extremst eindrucksvoll, einfach weil das so massiv gebaut ist. Hier sind nicht mal Graffitis oder so noch an der Wand. Also ich glaube, hier waren wenig Leute. Aber ja, wir müssen jetzt hier irgendwie wieder raus. Drehturm. Da sind wir wieder. Oh, jetzt geht es ans Eingemachte. Wir müssen da irgendwie mit dem Seil runterklettern. Ja. Der Baum ist keine Option. Ja. Hört sich das an. Okay, der Enterhaken ist noch da. Und das ist ja jetzt der Climb, den es gleich wieder runtergehen muss. Boah, das wird's auch, Leute. Ich würde sagen, wir wechseln den für das Seil aus, weil den können wir nicht hier zurücklassen. Ich werde jetzt einfach mal mit dem Seil runterklettern. Digga, was für Seil? Was ist das denn? Und danach werden wir das Ganze hier ohne Knoten einfach einspannen, beide Seiten runterlassen. Ich werde mich dann an ein Ende dranhängen und der Fedo wird einfach beim anderen Ende runterklettern. Und danach können wir alles einziehen. Das sollte funktionieren, oder? Hoffen ich hau mal. Das so hin.
so viele Knoten wieder drin sind, haken die sich doch überall fest. Komm, los geht's. Das ist irgendein alter Spanngurt. Ja, die sind stabil, ne? Aber trotzdem, irgendwie schon wild. Unten. Okay, das ging gut, Fido. Schön Schlaufen reingemacht. Auch so geil, jetzt ist es da oben rumgelegt und er hält einfach fest. Yes. Perfekt. Ja, komm. Ah, okay, komm. Aber die haben keine Knoten jetzt auf der Seite. Ja, mega. Funktioniert. Okay, das haben sie stark gemacht. Ich dachte erst, das Ding hat auf beiden Seiten diese ganzen Schlaufen, das verhakt sich. Aber das ist gesichert. Jetzt geil. Noch den Baum und wir haben es geschafft. Perfekt. Okay, wieder auf Boden. Wir sind unten, Leute. Mission abgeschlossen. Jetzt aber mal weg hier. Komm. So, Leute, wir haben es Gott sei Dank wieder heil runter geschafft. Der Hochbunker wurde endlich abgeackert. Aber es muss hier noch was ran. In dem Sinne, wir sehen uns morgen, Leute. Los geht's. So, Leute, wir haben uns wieder erholt, befinden uns mittlerweile bei der nächsten Location. Und zwar soll es in dem Waldstück hinter uns alte, vergessene Panzer geben, die hier einfach herumstehen. Wir haben die Location von einem Zuseher zugeschickt bekommen. Ich habe richtig Bock, die Dinger zu finden. Ich würde sagen, wir gehen gleich auf die Suche. Los geht's, Leute. Das ganze Areal soll hier voll mit alten Kriegsrelikten sein. Es wird auf jeden Fall eine richtige Challenge, die Dinger zu finden, da wir nur eine ungefähre Location haben. Aber ich denke, wir machen das schon irgendwie. Heute sehe ich uns auf jeden Fall im Panzer rumrollen, ha? Oh ja. Der ganze Boden ist hier wirklich komplett abgefahren. Alter, Schwede. Bro, was ist das? Ein Schwein? Vielleicht, der ist richtig schwer. Ist aber echt riesig. Kuh vielleicht? Alter! Da liegt fette Munition rum. Ich komm nicht klar. Oh. Hört sich das an, riesig die Dinger. Also hier hinten ist dieses Ding noch rum. Ich glaube, das ist ein schlechtes Zeichen. Oder ist das nicht die Zündung? Ja, ich glaube vorne in der Spitze ist okay. Das drinnen, oder? Boah. Alter, wo zur Hölle sind die, dass da so Munitionsreste einfach rumliegen? Und die sind ja sogar markiert. Was? Ammoni, die wurde hier markiert, wahrscheinlich vor kurzem gefunden und wird dann irgendwann geräumt. Hier geht's wirklich direkt los. Da liegt schon wieder Munition. Hä? Schaut euch das Ding an. Alter, wie fett ist das? Das ist, glaube ich, wirklich steinalte Panzermunition. Dann liegt das random auf einem Feld einfach herum. Das ja. Ist schon wild. Die nächste. Was ist das? Oder eine Granate? Das ist doch eine alte Granate hier. Das ist auch von einer Munition, oder? Boah. Bro, das ist 100% aus dem Zweiten Weltkrieg, einfach weil das so schwer ist. Hier so kleine Boxen. Und da hinten jetzt wirklich der Big Boy. Boah, ist das fett. Also das Ding wiegt sicher 20 Kilo. Boah, die würde man so gern berühren. Boah, da brauchst du nicht was. Ja, ich glaube, das ist eine Bombe. Ja, also das ist wahrscheinlich auf jeden Fall scharf. Davor haben wir wirklich noch nie so richtig massive Munition gefunden, aber hier liegt das wirklich überall. Das ist schon sehr komisch. Wir befinden uns jetzt wieder irgendwo im Dickicht, aber bis jetzt keine Spur von diesen Panzern. Jetzt so ein Mauerfundament. Da ist eine Stange, die rauskommt. Ah ja. Das ist es. Ja, oder? Ja, das wird der Panzer sein. Boah. Da hinten ist eindeutig ein fettes Stahlrohr zu sehen. Das könnte das Kanonenrohr sein. Sieht massiv aus, das Ding. Wow. Boah, das ist ja schon sieht geil. Sieht das geil aus. Hä, krass, und da sind keine Graffitis drauf? Das ist es. Ein Panzer hier mitten im Wald. Und das machen die einfach mal so kurz hinten dran noch an so ein Video, das schon 25 Minuten ging. Ja, komm, wir gucken uns nochmal so, da gehen wir nochmal kurz hin. Boah, der sieht gar nicht so alt aus. Boah. Ja, da ist nicht ein Tag oder Graffiti dran. Holy shit. Was ist das für eine Luke? Und da geht's rein. Boah, geil. Boah, ist das krank. Oh, ist das eng. Oh, oh ja, ich sitze drinnen. Das bewegt sich alles noch. So ein Licht. Oh, das geht alles noch. Das lässt sich alles noch bewegen. Boah, hier riecht's verbrannt. Seitdem ich hier gezogen habe, riecht's verbrannt. Ich hoffe, dass da nicht gleich irgendwas losgeht. Peter, das ist krank. Das sieht richtig wild aus, wie du da unten drinnen bist. Alter, komm, jetzt aber gleich mal ein Abschießen hier. Hier ist auf jeden Fall so eine Gravur. Ich habe eine Jahreszahl. Wirklich? Ja, Datum 12.71.
Also der ist von 1971. Also der stammt nicht aus dem Zweiten Weltkrieg. Boah, Vido, bist du da reingekommen? Ich glaube, hier ist der Fahrersitz. Weil hier vorne ist Gaspedal und Bremspedal wahrscheinlich. Und das sieht aus, als wären da Patronen drinnen gewesen. Da sitzt es auf diesem kleinen Stuhl hier und hier ist schon wieder. Ja, das ist der Abzug. Ich glaube, mit dem Ding hier feuert man ab und hier hat man die Patronen eingeladen. Da kommt die Patrone rauf und wird dann hier reingeschoben. Das ist das Kanonenrohr, eindeutig. In dem Ding ist überhaupt kein Platz. Ich frage mich echt, wie die das gemacht haben. Und wenn man sich dann noch vorstellt, dass man hier drinnen sitzt und beschossen wird, das ist doch wirklich geisteskrank. Also ich glaube, hier ist dann wirklich einer links gesessen und einer rechts, die einen dann die Koordinaten oder sowas ansagen und je nachdem richtet man hier das Kanonenrohr aus. Hier ist eine Kurbel und da Knöpfe. Ah, Messer, Turm, Kanone. Kanone. Ja. Oh, das lässt sich noch drücken. Oh, Feder, ich hab die Kanone aktiviert. General Darmwind, Feind auf 12 Uhr. Feuern! Feind abgeschossen. Ah. Alter, ich würde den Shitstorm meines Lebens kriegen, wenn ich mich in den Panzer setze und da plötzlich so rumspiele. Aber bei den Jungs, den nimmt man das irgendwie nicht übel, ne? Ey, Leute, von ausrasten, wenn ich das mache, Alter. Wenn ich mich da reinsetze und irgendwas mit Kanone und Feind auf 12 Uhr, die würden sagen, Alter, jetzt reicht's komplett. Die Kinder haben Spaß, ja, so wirkt's. Ah. Komm, jetzt aber wieder raus aus dieser Blechbüchse. Die Mucke. Boah, ist das geil. Dass hier einfach rumsteht. Schön hier vom Kanonenrohr posieren. Feuer los. Stopp! Da drüben ist noch ein Panzer. Wo? Direkt neben uns. Da schielt's raus. Das Kanonenrohr, das sieht anders aus. Sieht klein aus. Boah, komplett weggerostet. Okay, das ist jetzt aber krank. Der sieht ja noch... Also ich find's echt... Oh, guck mal, der... Oh, hier, das sind auf jeden Fall so Schusslöcher. Vielleicht waren's ja auch mal Hartziele, irgendwo truppenübungsplatzmäßig. Also das sind ja anscheinend deutsche Panzer, weil da sind deutsche Bezeichnungen drauf. Oder deutschsprachig, also Österreich, Schweiz so mäßig. Mich wundert's aber, wie gesagt, sehr, dass da kein einziges Graffiti-Tag oder irgendwas drauf ist. Das hast du eigentlich sonst immer. Was eigentlich so ein bisschen dafür spricht, dass das in irgendeinem Gebiet ist, wo du jetzt eigentlich nicht mal so easy hinlaufen kannst. Also ich kann mir vorstellen, dass sie da schon gerade irgendwie auf so einem Truppenübungsplatz sind, oder nicht? Noch geiler aus als der vorige. Das sind doch Einschusslöcher hier. Die Ketten hier noch komplett aus Stahl. Der muss alt sein. Der Kühlergrill vielleicht, keine Ahnung. Der sieht wirklich wie aus dem Bilderbuch aus. Ja. Und hier wirklich überall diese Löcher. Ich frage mich, ob das Einschusslöcher sind oder keine Ahnung. Also hier ist wirklich alles weggerostet. Da erkennt man nichts mehr. Da ist auf jeden Fall die Kanone. Oh. Was für fette Einschusslöcher das sind. Richtiger Krater. Ja. Feuerlöscher, glaube ich, ja, oder? Hoffen wir mal keine Bombe. Sehr schön. Oh. Also wenn, ich sag mal, in Österreich, wo sie ja auch ansässig sind und wahrscheinlich leben und gemeldet sind, auf ein Gebiet draufgehen, was quasi gesperrt ist und umzäunt ist mit irgendwie Munition, die markiert ist, dann frage ich mich, also wie das geht? Ich verstehe das nicht. Also gerade bei sowas, was sogar noch irgendwie wahrscheinlich ein militärisches Sperrgebiet ist, wenn du das natürlich irgendwie im Ausland machst, dann ist entweder sich erwischen dich halt vor Ort oder nicht, aber sonst natürlich schwer. Aber das sieht ja so aus, als würden sie das irgendwie dabei sich um die Ecke machen. Alter! Schon wieder ein anderer Panzer. Ja, drückt er jetzt. Boah, schaut euch das an. Der Kanonenturm ist hier komplett weggefickt. Das ist wieder ein komplett anderer Panzer, oder? Von Dollar G. Alter, überlegt mal, ich musste schon Videos löschen und offline nehmen, weil ich einfach nur irgendwo im Wald übernachtet habe. Baujahr 1968. Schluckmenge 179 Liter pro Minute. Bist du deppert? Also diese Location ist so wild, Bro. Ich glaube, wir müssen hier noch ein paar Moves machen. Komm, rein in den Parcours-Edit. Los geht's. Feuerfall. Ich würde sagen, es geht gleich in einen schönen Panzer-Run. Oh. Yes, geil. Alter, der war smooth. Macht er einfach nur Bock hier.
Alter. Geil. Alter, guck mal hier hinten, Chat. Hier ist ja alles voll mit Panzersperren. Krass, hier ist eine komplett riesige Panzersperrlinie. Und hier oben ist irgendwie so ein Ausguck oder Gebäude oder irgendein Schützenturm drauf. Geil. Schön die ganze Erde in die Witze rein. So muss das sein. Ah, die juckt jetzt den ganzen Tag. Ah! Ich bin jetzt eben vor dem Modus. Komm, einer allein muss noch fahren. Ja, jetzt geht's. Ja, der war geil. Yes! Geil! Alter, schön noch die Parkour-Lines hier weggemacht. Auf einer 10 von 10 Location, mitten im gleißenden Sonnenlicht. Was gibt's Geileres? Boah, das hat einfach nur Bock gemacht. Ich glaube, wir können jetzt mal wieder Richtung Auto gehen. Los geht's. Also wir sehen uns gleich, Leute. So Leute, wir sind am Ende des Videos angekommen, haben das Auto letztens vergessen, deshalb hier ein paar Tage später. War auf jeden Fall eine richtig wilde Mission, hat Bock gemacht mit den Panzern und dem riesigen Hochbunker, also das war ja mal wirklich wild. Zwei richtig geile Missionen, dafür natürlich nicht vergessen zu liken, abonnieren und kommentieren und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut's rein, Leute. Krasses Video, Alter. Daumen nach oben. Gibt's nichts anderes zu sagen. Schaut gerne vorbei und lasst ein Abo da.